Ja. Da wäre ich fast in meinen Keck reingeflogen. Das hätte Ärger gegeben. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zu DCS World und der Kampagne Raven One Dominant Fury heute. Mission Nummer 9. Meine Güte, schon 9 Missionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen die Kampagne hat. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir sind noch nicht so weit am Ende tatsächlich, weil bisher finde ich sie echt gut. Mission Nummer 9 hat, ja, folgenden Hintergrund. Wir haben das letzte Mal ja ein Terroristencamp angegriffen. Ihr erinnert euch vielleicht. Und haben da ein paar Ziele zerstört. Und ja, die Terroristen haben sich das natürlich nicht gefallen lassen und haben ein paar Scud-Launcher irgendwo herbekommen und haben damit angefangen, Israel zu beschießen. Ja, deswegen sind wir jetzt unterwegs und suchen die Scud-Launcher und werden sie zerstören. Wir wissen nicht genau, wo sie sind, das heißt, wir suchen sie, greifen sie an. Die Mission für uns sieht dann so aus: Wir werden hier starten, uns am Wegpunkt 1 sammeln, schön tief auf 2000 Fuß, dann gemeinsam pushen Richtung Syrien, dabei steigen bis auf 20.000 Fuß. Dann kommen wir hier dann an der Red Zone an, Wegpunkt 4. Zwischen Wegpunkt 4 und 5 irgendwo sind die Ziele, die werden wir suchen und die sehen so aus. Und unser Flight ist dabei so aufgeteilt, wir haben vier F-18s, die mit uns unterwegs sind. Also wir sind in einem Flight von vier F-18s unterwegs. Zwei davon haben jeweils drei Mavericks dabei, um die Ziele zu zerstören. Wir haben eine Maverick F, also die mit Infrarotkamera, und eine HARM, eine Anti-Radiation-Missile, eine Rakete, die also Radarstrahlen folgt, um SAMs auszuschalten hauptsächlich. Dabei und ja, unsere Aufgabe ist in dem Fall Seed zu fliegen. Also, wenn da so ein Launcher irgendwo gefunden wird und da steht eine SAM daneben, dann ist unsere Aufgabe, diese SAM zu zerstören, möglichst ohne uns abzuschießen lassen. Ansonsten in dem Gebiet, wo wir hinfliegen, haben wir schon ein paar bekannte SAM-Stellungen, SA-2s, SA-3s. Die sind ja, relativ alte Systeme, aber nichtsdestotrotz gefährlich, gerade die SA-2. Die hat auch eine relativ große Reichweite. Und da müssen wir mal gucken, falls sie uns aufschalten sollte, haben wir sonst auch da den Befehl, die zu zerstören. Joa, wir fliegen dann also hin, zerstören alle Scud-Launcher, die wir so finden, und fliegen wieder nach Hause. Das ist der Plan. Wetter ist gut, wir fliegen bei Tageslicht und wir haben auch noch ein paar F-14s dabei. Die werden hier Barcaps fliegen, weil wir davon ausgehen, dass die Syrier vielleicht ein paar Abfangjäger schicken, weil die das nicht so witzig finden, aus irgendeinem Grund, wenn amerikanische Streitkräfte in ihrem Land irgendwelche Bomben abwerfen. Auch wenn sie offiziell gegen Terroristen gerichtet sind. Das Politische lassen wir mal lieber außen vor, das wird sonst zu kompliziert. Wir haben unsere Mission und die fliegen wir heute einfach mal. Würde sagen, auf geht's. Tüt, tüt, tüt. Alles einmal anschalten. Na, dann kann auch anbleiben. Düt, das an, das an, das an, das an, das an. An Cage. Radar. Auch schon mal bereit machen. Targeting Pod darf sich auch warm laufen. HMD können wir auch anschalten. So sieht das doch schon ganz gut aus. Tüdelüt. Rechtes Triebwerk auch an. Wir gucken einmal kurz ins Kneeboard. IFF an. Tarkan an. 112 X-Ray. Data Link an, Data Link an, mehr brauchen wir gerade nicht. Stored Heading an. So, wir gucken mal kurz nach den Funkfrequenzen.
Ja, auch unsere Codewort-Liste, auch immer wichtig. So, Strike ist auf Channel 3. Tactical ist auf Channel 1. Okay. Sollte dann ja passen. Wir warten wieder aufs Yellow Shirt, bis wir das Signal bekommen, loszurollen. Das haben wir auch alles. Nein, das war der falsche Knopf. HMD. Align. Passt. Raven 3-5. So, SA Page, Sequence, Wegpunkt 1 ist unser erstes Ziel. Dann wollen wir noch kurz zum HSI Data, Wegpunkt 6, Rock. Das ist also unser, auf Bullseye, gerade überlegt, wie heißt das denn richtig? Das Bullseye. Switchblade 610 Tower. Na, links also die Harm, also so um sie rechts, wenn wir drauf gucken, rechts die Harm, links die Maverick. So, dann warten wir mal, bis wir an der Reihe sind zu starten. Okay, wipe out. Right, up, left, down. Sieht gut aus. Schub, Licht und Salut. Ah, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass der andere da auch gerade noch startet. Uiuiui. Bin ich sogar noch vor ihm raus. Na gut. Fahrwerk, Klappen. Oh, 300 Knoten, 500 Fuß. Und dann fliegen wir hier mal unsere Case 1 Departure ganz regulär. Ein bisschen rüber trimmen. Ich bin links auf jeden Fall schwerer als rechts. Ja, macht Sinn, die Harm ist da auch drunter. So, dann switchen wir zu Strike. Strike. Ja, danke, habe ich gerade gesagt. Channel 3. Raven, check on strike. Raven 3-4. Raven 3-5. Raven 3-6. Strike, Raven 3-3. Kilo, outbound. So, wir haben 7 Meilen gleich erreicht, drehen zum Wegpunkt und sollen uns auf 2000 Fuß treffen. Try Common ist Channel 4. Und da oben der Airbag unterwegs wahrscheinlich.
Oder ich überlege gerade, switche ich. Bleibt mir erstmal so, wie es ist. War mir jetzt nicht sicher, ob ich auf dem Channel, auf dem Aux zum Strike Common wechseln sollte oder. Ob ich Strike und Strike Common gleichzeitig drin haben muss, quasi. Das ist die Frage. Naja. Ich gebe mal ein bisschen mehr Schub, ein bisschen arg langsam. So, 2000 Fuß haben wir auch. Da hinten am Horizont sehe ich schon ein paar schwarze Pixel. Das werden die anderen Fighter sein, die hier ihre Orbits ziehen. Darauf warten, dass wir alle einmal zusammenkommen. Oh, danke fürs Follow. Oh, direkt unter mir ist einer. So, wir sollen im 10-Meilen-Radius um Wegpunkt 1 bleiben, bis das Signal kommt, dass es weitergeht. Wollte ich dem schon hinterher steigen? Nein, wir sollen auf 2000 Fuß bleiben. Ich schalte mal hier kurz auf 4. Irgendwas verpasst habe, aber ich glaube nicht. Auf falsche Frequenz. Channel 2 wäre das. Nee. Ich bleib mal auf Tactical auf Aux und Strike Common auf Prime. Hoffe, richtige Kanal. Ah, klingt gut. Jo. 3-5. In. Raven 3-5 fence, no alibis. Raven 3-6 fence, no alibis. Oh, Spartans pushen der 14s. Und wir auch. Dann gucke ich mal, dass ich hier meine Wingmans finde. Und wir pushen zum IP, Wegpunkt 2.
Und Flare kann ich schon mal anschalten, bevor ich ihn nachher vergesse. Dann versuche ich mal zu den Ravens da aufzuschließen. Schnell ist er denn? Mach nur 6. Ah, so schnell wie ich. Einmal der Sonne entgegen. Oh, mein Wingman ist gerade nicht zu sehen. Irgendwo hinter mir aber sein. Oder auch nicht. Ist er vielleicht doch vor mir. Da ist auch jemand sehr eilig. So, wir fliegen hier in eine lockere Formation, so wie es aussieht. Wo war das jetzt? Da oben noch eine F14. Ich habe gerade im Rückspiegel habe ich doch noch eine F18 gesehen oder nicht? Habe ich mir das eingebildet? Nee, da ist er. Ein Stückchen unter mir. Hoppala. So, mal gespannt. Clean. Okay. Also noch keine feindlichen Flieger in der Luft. Ja, unsere Aufnahme müssen wir noch anschalten. Also Auto. Rechtes DDI, linkes DDI, passt. Wir wollen nämlich den Impact filmen, wenn unsere Mavericks irgendwo einschlagen. Zu beweisen, dass wir tatsächlich Ziel getroffen haben und wir drehen anscheinend zum Wegpunkt 3. Meilen. Tüdelüt, tüdelüt. E2, E3. Und irgendein Schiff, aber sonst noch keine Sams auf dem Radar. Auf dem AWA.
Da hinten ist das Festland. Okay. Formation wird also ein bisschen enger. Dann können wir ja auch noch ein Stückchen aufschließen. So passt das ganz gut. Ich weiß nicht, wo mein Wingman ist. So, irgendwo zwischen Wegpunkt 4 und 5 sind die Ziele, die wir suchen, die Scud Launcher. Wir haben also noch ein Stückchen Fork. Fork ist, weiß ich nicht. Ah, P19 Search Raider. Fork. Okay. Feindlichen Sam-Stellungen sind also heute Küchenutensilien. Teaspoon, Butterknife, Meat Grinder und Fork. Ja, habe ich hier auch die SA-6. Ja, das hier wird die sein. Ich muss echt mal im Flugsimulator langfliegen. Mich würde das mal interessieren, wie das im Flight Simulator aussieht. Da hinten auch ein größerer Flughafen und eine Stadt. Ob man das direkt wiedererkennt und sagt, jupp, das passt zusammen, oder ob das komplett unterschiedlich aussieht. So, ich meine, wenn wir Feet Dry sind, sollen wir auch Fans In machen. Ach, nicht Fans In, sondern Armstrong, also Waffen scharf schalten. TK Pressure Low. Hä? Die Warnung kriege ich normalerweise nur, wenn hier mein Treibstoffsaugrohr ausgefahren ist. Aber ich habe hier doch gar nichts weiter. Hm. Ja, wir sind Feet Dry. Picture immer noch clean. Die Syrer werden auf jeden Fall schon wissen, dass wir jetzt kommen. Ich wollte eigentlich nur das Radar aufhaben. Ich glaube, das 99 Armstrong Guide auch uns. Ich bin immer so frei. So, die Harms. Zum Self-Protect-Mode gerade.
Stell mal erstmal auf Target of Opportunity. Wow. Na, wäre ich fast in meinen Keck reingeflogen. Das hätte Ärger gegeben. Da haben wir auch schon ein paar Radars. Ich muss versuchen, wie die Tasten hier waren. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie ich hier umschalte zwischen den Zielen. Da hatte ich eine Taste irgendwo. Da. Okay. Na, kriegen wir sogar angezeigt im HUD. Na, wir müssen auch gleich zum Wegpunkt 4 weiter. Gleich die Linkskurve geflogen werden. Ah, da ist noch ein Wingy. So, 50 Meilen, 45 Meilen. Nerf Gun. Strip Alert Bandit. Das war knapp. Stick Pin. MiG-23. Okay, also irgendwo südöstlich von uns, aus, ich glaube, Damaskus. Na, Coronado ist Marsch, Ruheil, Base, was auch immer. Das da. Da sind also feindliche Flieger gestartet. Sollten sich eigentlich die Spartans drum kümmern, aber wir sollten mit einem halben Ohr wenigstens dabei sein, ob die auch uns gefährlich werden könnten. Tut mich ja echt schwer, ein bisschen in Formation zu bleiben. Sobald ich den Kopf unten habe, um irgendwas rumzudrücken, wird es direkt schwierig. Eine SA-6 habe ich hier noch auf dem AWA. Irgendwo vorne rechts. Da. Also da. Ich bräuchte noch ein Display. Ich hätte gerne die SA-Page auch noch offen. Fork, wie gesagt, das Suchradar.
Mal gucken. Wie groß ist denn hier unser Suchgebiet eigentlich? 80 Meilen. Und knappe 60 Meilen. 20 Meilen bis Wegpunkt 4, 80 Meilen bis Wegpunkt 5. Heißt so gute 60 Meilen Suchgebiet für uns. Und einen ziemlich langen Rückflug. So wie es aussieht. Aber Treibstoff sieht noch gut aus. 12.8. Das geht wohl. Das sieht hier nach einer sehr kargen Gegend aus, muss man sagen. Okay, fürs Suchgebiet dürfen wir in Air-to-Ground schalten. Und wir wechseln hier mal auf Ground Moving Target. Da ist aber noch nichts zu erkennen. Ja, Maverick nur schon mal scharf gemacht. Blair ist auch am Start. Die Spartans hauen irgendwo nach links ab. No, wir sind am Wegpunkt 4, switching to 5. Üb. Üb, noch mehr Sams. Das ist ein ganzer Haufen, Sam. Butterknife, SA2. Music on. Music on heißt, der soll das jammen. Also stören, wenn es geht. Ja. Ja, ja. Raven 3-5, engaged on the Butter Knight. Raven 3-6, fly cover. Roger. Self-protect. Raven 3-5, Magnum, Butter Knight. Gucken, ob die Harm das tut, was sie tun soll. Und hier am Defenden. Getroffen habe ich sie, glaube ich, noch nicht. Bin gespannt, ob die Harm irgendwo hinfliegt, irgendwo sinnvoll. Ja, sieht gut aus. Fliegt in die Richtung, wo der Smoke herkommt. Jetzt habe ich nur meinen Wingman verloren. Irgendwo rechts von mir. Mal gucken, ob die Arme einschlägt, wo sie einschlagen soll. Einschlagen.
Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Zumindest gedamaged. Sehr schön. Hat funktioniert, wie es die Werbung versprochen hat. Rejoin. Wo ist der Kollege denn, den ich rejoin soll? Wer da? Ja, Wegpunkt 5 liegt ja nordöstlich von mir, das passt schon. Also ich rejoine mal mit dem Kollegen da hinten. Der fliegt nämlich am meisten in die Richtung, wo wir eigentlich hin wollen. Oh, das könnte auch der Moonshadow sein, ne? Ne, Raven 3-1. Wird schon der richtige sein. Wo ist er hin? Raven 36, Tally, Contact of Interest, possible Tinker Toy. Das ist der Scud Launcher, ein Tinker Toy. Raven 35, Roger, request talk on. There are two main roads to the north of the ridge below us. Find the one that is going northwest towards rocks and follow it southeast till it bends more to the south. Before that turn, there is a rectangle settlement. Uff. Okay, wir gucken mal. Wo ist denn mein Fleur? Da. So, two main roads to the north of the ridge below us. North. North ist rechts, ja. Gut. Find the one that is going northwest towards rock. Also da sehe ich nur eine Straße. Follow it southeast. Das ist aber in die andere Richtung. Ne, ist die richtige Richtung. Southeast. Till it bends more south. South ist weiter rechts. Also da hinten wahrscheinlich eher. Ja. Before that turn, there is a rectangular settlement on crossroads. Call contact on crossroads, the northern side of the road. Da ist die Rectangular Settlement, da ist die Crossroads. Ja, wie kriege ich denn da jetzt mein Agile, mein Dings drauf? Das nicht. So. Nein, hat nicht funktioniert. Wir versuchen es mal nochmal. Hey. Bin ich hier gerade zu doof? Aha, jetzt habe ich's. Gut. Crossroads habe ich. Call contact on a crossroads, the northern side of the road. Heißt, das soll da irgendwo stehen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da die richtige Ecke gerade schaue.
Deswegen sage ich mal No Joy, Request Grid. No Joy, do you have a grid? Standby. Charlie, Uniform. 6-9-8-1-0-0-8-6. Roger, Charlie, Uniform. 6-9-8-0-0-8. Looking. So, versuchen wir es mal so rum. Also Sequence UFC, Insert Waypoint Niner, Waypoint Niner, Grid, Charlie Uniform, 6981008. Eight, six. Eh? Ravens, Raven 33. No Joy with Tinker Toy is given coordinates. Continue search. 6981008 6. Kann ich gar nicht eingeben. Warum nicht? Precise. Ich würde da jetzt hingucken. Charlie Uniform. 6981008 6. So. Das ist dann Weapon Designate, Targeting Pod. Oh, da schießt irgendwas auf mich. Kann das sein? Also nicht, wo ich hingeflogen bin. Völlig die Orientierung verloren. Aber gut. Oder ganz hinten irgendwo. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Ecke, als ich gesucht habe, meine ich. Wir waren ja eher hier irgendwo, oder? Bin ich so lange planlos durch die Gegend geflogen. Mein Flirt ist auf der linken Seite, oder nicht? Weil ich mich gerade so schwer tue, damit den da auf das Ziel zu lenken. Ein bisschen höher steigen, wieder auf 20.000. Tally 3 times, Tinker Toy, Grid Charlie Tango 889875 between olive trees outside eastern side of small settlement. Ja, also die Koordinaten, wo ich gesucht habe, war auf jeden Fall falsch. Wir gucken mal eben, ob die neuen Koordinaten jetzt passen. Also Waypoint Niner, nicht precise. Grid Charlie Tango. Spartan 11, Raven 33 is tally on 3 times. 889875.
mich vertippt. Raven 33, Spartan 11, right? 889-875. 40 Meilen. Wir fliegen da auch mal hin. Mal gucken. Da tauchen ziemlich viele Sams bei mir auf. Gucken, ob ich irgendwas sehe. Noch sehe ich nix. Da ist auch eine MiG-23 auf dem AWA. Jupp. Da haben die das wohl getroffen. Raven 3-4, Target destroyed. Raven 3-3, Roger, resume. Ja, nice one. So, wir schauen mal, ob wir nicht noch auf Ground Moving irgendwas finden. Spartan 119, single group, rock, 030 for 10, 16,000, now heading 350, night monitoring. Spartan 11, roger. 030 for 10. Irgendwo hinter uns, südwestlich. Nein, nicht südwestlich, was ist das für eine Richtung? Westlich direkt. Okay, aber wir sind hier noch mitten im Suchgebiet. Gucken wir, versuchen mal wieder zu den anderen Ravens da aufzuschließen. Mal ein bisschen mit dem Sprit aufpassen, nicht, dass er mir noch ausgeht. Da ist irgendwo hinter uns. Da ist ein Target, das war bestimmt die. Ach nee, das habe ich gerade markiert, deswegen. Deswegen war da das Kreuz. Das war da, wo der Scud Launcher war, der letzte. So, wie weit ist denn jetzt hier von uns der Wegpunkt 5? Meilen. Also der Richtung bewegt sich nichts. Ich drehe mal weiter Richtung Norden. Da wo vorhin was auf mich geschossen hat. Mal gucken, ob wir da was finden, zufällig.
Charlie Tango. Raven 3-4, Tally Tinker Toy. Heads up, Tinker Toy is within Meat Grinder. Roger, Raven 3-4. Break. Raven 3-5, are you on Tally on Meat Grinder northwest from Tinker Toy's posit? Meat Grinder ist was? SA3, northwest. Irgendwo davon. Moment, wir drehen da mal hin. So, Northwest wäre irgendwo in diese Richtung. Ach, das ist natürlich genau gemaskt. Das ist auch die ganz falsche Richtung, was ich habe. Wie kann denn das Target 46 Meilen weg sein und so gut sichtbar? Da passt doch was nicht. Aha. Bin ich auf dem richtigen Weg? Das scheint mir hier schon wieder alles. Aber er meint ja in the open. Das wäre ja in the open. Frag mal vorsichtshalber nochmal nach. Raven 3-5, negative. Can you repeat the grid for Tinker Toy? Raven 3-3, Charlie Uniform 9-1. Charlie Uniform, nicht Charlie Tango. Ach komm schon, so. Tütütüt. Charlie Uniform. Niner 1-9-1-7-3. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Hab ich gerade drüber hinweggeflogen, anscheinend. Ich habe Glück, dass er mich nicht abgeschossen hat. Und aha, so, da sehe ich Kontakte. Habe ich Kontakte gesehen. Wo sind sie hin? Ich habe keine Ahnung, was die da sehen. Ich sehe da nichts. Gerade eben dachte ich, dass ich drei Kontakte gesehen hätte, aber irgendwie. Gut. Also. Dann Charlie Uniform. Nein. 7-9-1-2-0-7.
SA Page, Weapon Designate. Wo ist der? Da. Ist ja prinzipiell schon mal eine ähnliche Richtung. Wie kann denn der Wegpunkt da die ganze Zeit wegwandern? Das verstehe ich halt nicht. Irgendwas ist hier doch faul. Irgendwas mache ich gerade ganz grundlegend falsch. Charlie Uniform 791. Ist ja irgendwo in dieser Ecke. Der sieht auf jeden Fall mich. Wieso schaffe ich es denn nicht, dieses Ziel zu finden? Seven nine one two zero seven Charlie Uniform Elevation Zero oder so. Wie hoch wird denn die Elevation hier sein? Irgendwie 1500, 1600 Fuß. So, noch mal gucken. Und da ist ein Flugplatz, so wie es aussieht. Aber ich finde dieses Ziel nicht, das gibt's doch nicht. Da, jetzt haben wir ihn. Uiuiui, das war ja schwierig. Raven 3-3, Raven 3-5, Contact, Meat Grinder. Echt schwer zu sehen. Raven 3-5, clear to engage. Raven 3-3, Roger. Betsy, zerstör den doch mal. Du hast doch noch einen Harm, ich nicht. Raven 3-6, engaging. Meine Güte, war das jetzt schwierig, dieses blöde Ziel zu finden? Das ist immer noch nur echt schwer sichtbar. Ach, die nutzt auch nur eine Maverick. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal, auf das Radar wird sie da gefeuert haben.
Ja, sieht doch ganz gut aus. Wird's gleich Bumm machen. Jawohl. Oh, oh, ja, da gibt's ein... Sieht gut aus, ja. Warum die nicht auch einfach präzise Koordinaten mit einer Höhe durchgeben, stattdessen hier dieses komische Spielchen mit stundenlang suchen? Mein Treibstoff könnte ein bisschen knapp werden. Ein bisschen Sprit sparen, da fliegen hier. Da hinten ist Tinkertoy, oder? Ja, wahrscheinlich. Also da ist eigentlich das Ziel, was er uns zuerst gemeldet hat. Und dann hätten wir da nordwestlich davon mitten im Nirgendwo dieses Ding finden sollen. Raven 3-4, Rifle. Weiß ich ja nicht. Also... Jetzt, wo es hier gerade am Brennen ist, sieht man es ganz gut, aber was die da zum Beispiel angreifen, wüsste ich immer noch nicht. Müsste ja auch irgendwo hier sein. Da? Ich meine, da steht irgendwas, aber was soll denn das sein? Da sind ein paar Container und so. Das Einzige, was hier aufleuchtet, ist das Ding da, aber das hätte ich jetzt nicht identifizieren können als Scud Launcher. Das wird es auch nicht gewesen sein, anscheinend. Keine Ahnung, was ich da sehe. Okay. Wir versuchen unser Glück nochmal mit dem Ground Moving Radar.
schwierige Mission, ey. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt groß anders machen könnte, wenn man die Ziele auf dem FLIR einfach so schlecht sieht. Das ist ein bisschen frustrierend. Naja, so auf Ground Moving Target. Da bewegt sich nichts am Boden, so wie es aussieht. Wir können mal Map probieren, ob wir da irgendwas drauf sehen. Auf der Map-Ding, also da habe ich noch nie irgendwas drauf erkannt, keine Ahnung. Da ist irgendein Dorf, so wie es aussieht. Naja, habe ich jetzt nichts erkannt. Ist aber auch wirklich random suchen, was ich hier gerade mache. Andere Flight sieht aus, als wäre auf dem Rückweg. Ist nicht. Keine Ahnung, wo was er meint. Und the first Tinker Toy Position, das war, was sie da. Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben. Delta Tango. Tally, Raven 3-5, are you able to engage? 7-5. Smoke. Und da sind bestimmt die Ziele. Raven 3-3,
Gucken, ob wir es anders noch besser sehen. Also da sehe ich auf jeden Fall ein paar Ziele. Hier ist halt Rauch, der sich langsam rüber bewegt. Wo sind sie jetzt? Da war irgendwas. Gucken wir mal. Ich fliege mal drauf hin. Ja, Fuel wird langsam knapp. Vielleicht können wir noch wenigstens eine Maverick auch auf ein Ziel verabschießen. Obwohl, meine Harm hat ja auch getroffen vorhin. Ganz so schlecht war das ja nicht. Ich kann halt nichts erkennen, ne? Da sind ein paar schwarze Punkte. Ist das ein Launcher? Ist einfach zu weit weg. Ja, ich würde sagen, es sind da jeweils ein Launcher. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, was das da ist. Und das Räder? Ja, da sieht man es besser. Ich glaube, das ist ein Sam-Ding. Aber na gut. Wir greifen das mal an. Raven 36, take high cover. Raven 35 is in. Raven 36, roger. Nein. Da ist das Ziel. Irgendwas hat da aufgeschalten. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Ja, das ist eine Triple A, jetzt erkennt man es auch. Das ist der Launcher, Triple A. Rifle. Und? Jupp, hat getroffen. Zumindestens ein Launcher. Gucken, ob es noch Sekundärexplosionen gibt. Oregon. Na gut, dann sind wir hier fertig.
moves in Oregon. Waikiki. Okay. Meilen. Uiuiui. Mein Treibstoff ist aber auch nicht der allerbeste. Na gut. Schade. Also, Maverick hat getroffen, Harm hat getroffen. Dazwischen war es echt ein bisschen frustrierend, die Ziele zu finden. Aber na gut. Dann fliegen wir mal zurück. Ja, dann brauchen wir einen Drink. Now it's my time to refuel. Texaco 1151. Request rejoin. War das die richtige Frequenz? Texaco 1151. Request rejoin. 51 Texaco 11. Proceed to pre-contact at 14,000 at 280. Ready, pre-contact. 5-1, Texaco 1-1, chicks in tow, 1 mile trail at 13,000. Das heißt, das klang nicht nach Cleared Contact. Ready, pre-contact. 5-1, Texaco 1-1, chicks in tow, 1 mile trail at 13,000. Oh, wisst ihr was? Dann halt nicht. Red-Eye 701, Raven's detaching. Down his mother. Which Marshall? Marshall is 5. Okay. ATC. Marshall 405. Marking mops 33048. Angels 13.5. State 4.8. Look down. 405. Mother's weather is visibility 10 plus miles. Scattered clouds at 10,000. Altimeter is 3021. Case 1 recovery expected BRC 903. Report see me at 10. 903. 405. 405. See you at 10. Update state switched out. 405. State 4.8.
Tower, 405. Overhead Angels, 8. State, 4.8. Und? Kein Signal ist Charlie? Doch. Okay. Dann können wir tatsächlich direkt in die Recovery gehen. Das ist doch schön. Wenigstens da ein bisschen Zeit gespart. So, 800 Fuß. 350 Knoten. Deck ist clear, so wie es aussieht. Hoppala. Dann geben wir mal einen Break. Fahrwerk klappen. Ein bisschen zu hoch rausgekommen dabei, aber egal. So, on speed. Das ist so einigermaßen. Ein bisschen hoch immer noch. Bisschen tief. Bisschen sehr tief. So sieht das doch ganz gut aus. 405, Barnabal, 4.6. Immer noch ein Tacken zu tief. Zu hoch. Boah, Ruckel. Wire 2. Geht doch. Licht aus, Klappen rein, Flügel rein, Haken rein. Mission complete. Meine Güte, die hat deutlich länger gedauert, als ich gedacht hätte. 2 Stunden waren wir jetzt unterwegs. So, geparkt. Was für eine Mission. Ja, soll ich dazu sagen. Wir haben Ziele zerstört, immerhin. Wir haben ein paar Waffen erfolgreich eingesetzt, was will man mehr? Wingman war bis zur Landung auch noch neben mir, also hat das auch geklappt. Wir hatten keine Verluste. Das Einzige, was halt katastrophal war, war das Ziele finden anhand von Koordinaten und wie ein Talk-On funktioniert, muss ich mit Betsy auch nochmal durchsprechen. Weil mir irgendwie einen dreiseitigen Roman dazu diktieren, wo ich das Ziel finde, anstatt Talk-On mich da langsamer hinzuführen. Ja, gut, aber das sind halt die Mängel, die man hier hat, wenn man mit KI fliegt und alles geskriptet ist, dann ist das natürlich schwierig. Da ist halt kein Vergleich, wie es mit einem echten Piloten funktioniert. Ich habe ja schon ein paar Mal ein Talk-On tatsächlich gemacht, auch mit den Tomcatters, wo man halt im Multiplayer zusammensitzt und echt miteinander kommuniziert, da kann man natürlich reden. Dann kann man natürlich sagen, hier, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Nein, ich meine die Straße, nicht die andere. Aber naja, gut. Insgesamt Mission erfolgreich. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Der Flug fand auch diesmal live auf Twitch statt. Ihr habt es vielleicht gesehen zwischendurch den Chat. Danke an alle, die da dabei waren. Ansonsten der Hinweis, die meisten meiner
finden auf Twitch statt. Da könnt ihr mir gerne folgen und ansonsten meinen Kanal auf YouTube abonnieren. Dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich da mal wieder unterwegs bin, auch wenn es zurzeit eher selten und unregelmäßig ist. Naja, nichtsdestotrotz, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.